Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail mit eurem Bobas. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Wir haben das letzte Mal so viel vorbereitet und ich möchte den Tag jetzt nicht hier im Büro verbringen, sondern auf die Fläche gehen, die ja darauf wartet, dass wir im Grunde neue Klamotten mit reinbringen. Jawohl, Geld kommt rein. Jetzt muss ich nochmal gucken. Der Harry, der kommt hier schon angelatscht. Wir haben ja hier vergrößert. Ich mache jetzt halt auch noch nichts von wegen Wandgestaltung oder sowas, sondern ich werde... Oh, was mache ich denn? Ich würde sagen, wir machen hier so einen großen Hänger, oder? 2400. Den setzen wir da hinten noch mit hin. Und dann würde ich sagen, wir machen noch einen kleinen. Und den setzen wir da hinten mal so ein bisschen schräger. Das können wir ja auch mal machen. Ja, das geht nicht so. Okay, dann ab ins Lager. Der Harry ist wieder weg. Hat hoffentlich alles an Zeug dagelassen. Jawohl, Hosen und so weiter. Wir packen dann mal aus. Wir haben 7.53 Uhr. Jawohl, Elysia, du kommst mal mit her zum Auspacken. Das ist super. Der Laden ist geöffnet. Ken ist heute krank, ja, leider. So, ich packe aber auch nur das hier aus. Und dann gehe ich raus und hänge schon mal alles, was ich zumindest hängen kann. So, zack, dack, dack, dack. Und wieder haben wir Erfahrungspunkte gewonnen. So, ich fange jetzt einfach mal hier an. So, aufladen. Ich lade halt auf, was los ist, weil wir müssen ja... Ich möchte die Schuhe loswerden. So, mal da schnell ein paar Sachen auffüllen. Dann hier die Jeansen auffüllen. Excuse me. Zack. Habe ich einen Verkäufer da? Jerome ist da, das ist gut. So, dann füllen wir da auf. Jawohl, du hängst auch ein paar Sachen hin, das ist super. So, dann gehe ich mal dahin. Dann kommen hier die Fun and Games T-Shirts rein. Inklusive der neuen. So, zack, rein damit. Und dann kommen hier diese neuen Dinger hin. Weil die haben wir nämlich auch noch nicht. So, zack. Dran damit. Jawohl. Gut. Dann kann ich mich jetzt ein bisschen mit um die Kunden kümmern, während Alicia hier fleißig auspackt und aufhängt und so weiter. Mal das Ganze schön im Auge behalten, ne? Jawohl. Schön hin. Nachfüllen. So ist recht. Hey, have a minute. Ja, Jerome kommt schon. Wir könnten mal gucken, ob wir draußen irgendwen, anquatschen können. Jerome ist da beschäftigt, dann gehe ich mal hin, zeige Hemden, wenn das Perfekte auftaucht. Hemden. Oh, warum bist du denn jetzt gegangen? Danke, aber nein. Thank you. Okay, das hat gepasst. Sie ist genervt und geht. Alles klar. Schauen wir mal, ob wir von draußen noch jemanden reinlocken können. Jo, da haben wir einen Kandidaten. Servus. Noch nie gesehen. Ja, wir haben ganz tolle Hemden. Ich brauche das dringend. Ja, dann zeige ich dir doch mal ein paar Hemden. Das da. Zack. Dann da nochmal. Zack. Thema auswählen. Sind nur noch wenige übrig. Schnellverkauf. Thanks. Jawohl. Und er kommt rein. Ja, ich werde immer besser im Verkauf. Jawohl. Die stehen schön hier an der Kasse an und es klimpert. Was haben wir denn da eigentlich für Nachbarläden? Reike ist bereit für die Arbeit. Ah, servus. Noch nie gesehen. Wie wär's denn mit Hosen? Hosen. Kundenfreude steigern. Das da. Das hat einen Punkt gegeben.
Schnellverkauf. Ja. Ah, okay. Also ich muss dann wirklich drauf hören, was da für ein Ping kommt. Alicia ist fleißig am Auffüllen. Das gefällt mir. Okay, dann gehe ich hin. Was empfehlen Sie? Ich empfehle zum Beispiel die da hier. Erzähl mir mehr. Oh. Das ist perfekt für dich. Jawohl. Kundenfreude steigern. Das war nichts. Das hat gepasst. Schnellverkauf und? Thanks. Jawohl. Excuse me. Jawohl, Jerome kommt. Das Geld klimpert. Es klimpert in der Kasse. Ja, schaut's euch bloß ruhig um hier. Ah, Alicia ist weg. Dann muss ich jetzt halt auffüllen. Ah, das ist gut. So langsam kriegen wir nämlich die Sachen hier leer. Dann würde ich sagen... Hey, have a minute. Kommt da keiner zu dir? Wo? Ah, Jerome ist unterwegs. Das ist gut. Dann machen wir das nämlich jetzt mal hier. Artikel schnell bearbeiten. Und zwar den hier machen wir jetzt mal auf 120. Die Treter hier machen wir auch auf 120. Und die Treter machen wir auch auf 120. So. Und jetzt auf Lager noch 3. Ich hoffe, die kriegen wir los. Hi. Spare 2 seconds. Jo, Mareike kommt schon. Ich würde sagen, wir füllen mal hier auf. Ich hoffe ja, dass wir die Schuhe loskriegen. Oh, da hinten müssen wir mal auffüllen. Ich habe schon wieder keine Jeans drin. Ja, hallo? Hey, can you help me? Wie schaut's hier aus? Jerome kommt, jawohl. Meine Leute sind halt fit. Da fehlt auch was. Ja, jetzt haben wir 14 Uhr. Der Laden, der läuft. Thanks. Na, Röckle für dich. Oh mein. Ja, da sind wir leer. Da brauchst du nicht mehr hinschauen. So, da können wir noch aufhängen. Dann schauen wir mal, wie es bei den Schuhen ausschaut. Können wir da welche reinstellen? Hey, have a minute. Mareike ist auf dem Weg. Wäre es eigentlich nicht einmal so schlecht, wenn die sich so überlappen. Can you help me? Weil dann ist auf jeden Fall immer einer da. So, Mareike ist beschäftigt und der andere auch. Ich denke, wir machen beginne Verkauf. Kundenfreude steigern. Kundenbedürfnis. Schnellverkauf. Müsste doch klappen jetzt. Ah, schade. Ich sag mal, er hier, sie da hinten. Servus. Hallo. Hallo. Ich will mit dir sprechen. Achso, er ist unterwegs. Alles klar. Das ist ja richtig was los hier im Laden, ne? Dann komme ich. Was können Sie mir über das Sortiment sagen? Hemden? Könnte ich mir anziehen? Hemden? Anschauen? Ich sage immer anziehen. Was könnte ich mir anziehen? Ah. Okay. Verzieh dich. Ist in Ordnung. Gibt es eigentlich noch was auf Lager? Oh, die Schuhe gehen auch wieder richtig gut, ja? Marco ist am Arbeiten. Da mal schnell auffüllen. Einen Moment. Dann komme ich. Denke nach, es zu kaufen. Ja. Das ist super. Das ist super toll. Jawohl, erzähl mir mehr. Schnellverkauf. Thank you. Hat er genommen? Jawohl, so kürze ich das. Voll zu tun hier. Oh, da haben wir schon wieder welche Schlappen los. Das ist klasse.
einen haben wir noch. Warte mal, dann könnten wir, weil da haben wir ja nichts mehr, ne? Oh. Hat er genau den weggenommen, das ist super. So, wir haben jetzt nur noch die blauen Latschen. Ja, warte, ich komm. Was können Sie mir über Sortiment sagen? Schuhe, wie schaut es denn damit aus? Interessiert mich im Moment nicht, der Mensch. Wie schaut es aus mit den Hemden? Kundenfreude steigern, Prozente. Na, danke, aber nein. Ach komm. Och, man vergiss es. Thanks. Ja, sie hat es doch gekauft. Also das mit dem Verkaufen, das checke ich noch nicht so ganz, ne? So, wir haben doch, glaube ich, da noch welche drin, oder? Jawohl, damit ist das Lager leer. Da ist das Lager leer. Wie schaut es da aus? Da haben wir die braunen nicht mehr. Jawohl, nimm dir ein schwarzes. Perfekt. Und da vorne, da klimpert es in der Kasse. Ist das schön. So, dann können wir die da auffüllen. Ey, Wahnsinn. Was für ein Verkauf bei den Hosen, da ist es jetzt gerade im Moment nicht so, ne? Ich meine, die Latschen, die werden wir irgendwann wieder mit reinnehmen, ganz klar. So, wir haben noch die braunen, aber die da sind weg. Und die da sind weg. Zack. Streetlife, vielleicht haben wir Glück und können den einen noch dahinsetzen. Bei den T-Shirts, das passt eigentlich. Ich brauche dann eigentlich nur noch das nachkaufen. Oh, ich habe noch dieses eine Paar. Kann ich die kann ich doch damit platzieren. So, zack, rein damit. Und dann machen wir hier einmal super Sonderangebot von 110. Verkaufspreis machen wir 130. Dann nur aufpassen, dass ich die dann nochmal kaufe. 19 Uhr, fast das Ladenschluss. Hey, hey. Diesmal sind auch die Grünen gut gegangen. Da haben wir nichts mehr, da haben wir nichts mehr. Da, die Braunen sind weg, die Schwarzen verkaufen sich nicht. Dann warte mal. Dann machen wir mal hier von 130 auf 110. So, hier verkaufen sich anscheinend die Grauen nicht so gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier bei den Grauen 160. Weil ich meine, der Gewinn, der ist ja trotzdem immer noch da, ne? So, hier bei den Gestreiften. Die sind auch jetzt nicht der Bringer. Dann machen wir bei den Gestreiften 150. Und bei den Rotgestreiften 150. So. Schauen wir mal, was wir noch auffüllen können. Schuhe und so weiter ist alles leer. Das ganze Lager ist leer geräumt. Oder fast. Warte mal, dann könnten wir noch schnell bei den blauen. Machen wir 110. Und bei den schwarzen hier machen wir 110. Ansonsten passt es doch, ne? So, hier haut ab, alles klar. Da können wir nichts weiter auffüllen. Lagerung leer. Und der Schuh ist auch weg, also rauslöschen. Perfekt. Mal ganz kurz hintergucken. Jawohl, das ist alles schön leer. Na ja, gut, das mit dem Verschieben, das muss ich dann am nächsten Tag machen. 33.000 Flocken. Yes! Das ist super. Und heute kriegen wir es auch hin. Hoffentlich, dass wir noch einen zweiten Tag laufen lassen. Dann geht der Part eben etwas länger. Ist aber überhaupt kein Thema. So. Also zuerst mal hier. Mail. Ist irgendwer krank? Nein. So, wir gehen erst einmal die Mails, weil da wird es ja wahrscheinlich den Sonderverkauf. Den habe ich gemacht. Bäcker habe ich gemacht. Oder Becher. Active Sports. Ab heute bietet Active Sports und Lieferanten, das sind sie, bla bla.
Alles klar, das ist interessant. Dann gehen wir mal Auftrag. Heute verkaufte Artikel. So, wir müssen jetzt nur die hier rauslöschen. Die da rauslöschen. Die Schlappen rauslöschen. Die da rauslöschen. Und das war's bei den Schuhen. Halt den da noch rauslöschen. Ja, das ist schon, wie es passiert. So. Dann gucken wir mal die Shirts durch. So, von den blauen haben wir 3 verkauft. 9 noch auf Lager. Ganz ehrlich, dann kaufe ich da nur ein einziges. So, von dem hier haben wir 7 verkauft. Und haben noch 5 auf Lager. Das lassen wir. 8 verkauft, 4 auf Lager. Jawohl, das passt. 11 verkauft, noch 1 auf Lager. Hervorragend. Dann nur 2 verkauft und noch 8 auf Lager. Dann würde ich sagen, lasse ich. 4, 8. Ja, lasse ich. 7, 1. Jawohl, da würde ich sogar sagen, machen wir noch 2. Dann haben wir 10. 7, 5. Ja, können wir lassen. 5, 3. Würde ich sagen, kaufen wir noch 2 zu. Haben wir 10 von der Erde. Ja, super. Grau haben wir dann 8. Nehmen wir 2 dazu. Nehmen wir 2 dazu. Das T-Shirt hat sich nur 3-mal verkauft. Das lassen wir. Und das T-Shirt hat sich nur 2-mal verkauft. Das lassen wir dann auch jetzt mal. So, der Pulli ist okay. Dann hätten wir 12. Wie ist es bei den Roten? Habe ich die jetzt im Nachverkauf oder nicht? Nein, die Roten habe ich nicht im Nachverkauf. Das heißt, ich mache hier auch die Schwarzen weg. Ja, die machen wir weg. So, Kategorie Hosen. Und müssen wir natürlich, also ich muss das ja immer wieder anpassen. So, von denen sind 7 Stück verkauft worden, 1 noch auf Lager. Das heißt, ich kaufe mindestens 2 zu. Dann die anderen, 8 Stück verkauft, keine mehr auf Lager, mindestens 2 dazu. Ich würde sogar sagen, ich nehme bei den Hosen nochmal zusätzlich 2, dass wir immer 12 haben. 6 verkauft, noch 2 auf Lager. Ja, nehmen wir noch 2. 6 verkauft, 2 auf Lager, das lasse ich so. 4, 4, das lasse ich so. Bei denen sind 7 verkauft worden, also da mache ich 2, dann haben wir 10. Und bei den Röcken machen wir auch noch 2 dazu. Und dann passt das. So, Schuhe. Ganz interessant. Also die da wollen wir ja abverkaufen. Wir haben dann im Grunde nur noch die da. Also da haben wir 7 verkauft. Das ist super. 8, 9, 10. 10 haben wir da verkauft. Moment. Ja, 10 Stück auf Lager. 10 Stück auf Lager. Wobei ich dann da sagen würde 12. Dann mache ich da aber auch nochmal 2 mehr. Bei dem blauen 11 verkauft. Jawohl. 12, das passt. Und bei denen hier 10, 11, 12. Gut. Dann haben wir das. Nicht den Bestellverlauf, sondern wir wollen einmal alles zeigen. Und zwar müssen wir jetzt natürlich schauen. Wir gucken jetzt mal nach den Dingen, die es günstiger gibt. Active Sports. Zeige mal nur Active Sports. Hemden. Oh, Moment, das war Moment, E-Mail. Jetzt habe ich es gelöscht. Ne? Moment, das haben wir gleich. Jetzt warte mal, nämlich nach Silber. Active Sports, doch, das hat schon gepasst. Das hat schon gepasst. So, jetzt sage ich alles. Active Sports. So, hinten ist nichts dabei. Hose.
Da haben wir was, die Sporthosen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Active Sports, die bekomme ich ja günstiger. Aber ich würde sagen, ich mache ganz unten natürlich, ne? Da zahle ich nur noch 64. So, 5 bekomme ich auf eine Reihe. 5 habe ich gesagt. Dann nehmen wir die hier noch. Auch 5 mal. Dann nehmen wir noch... Ne, warte mal. Dann schauen wir noch mal wegen bei den Schuhen. Aber da habe ich Active Sports, glaube ich, gar nichts, was günstiger ist, ne? Okay, aber wir brauchen auf jeden Fall... Ne, nicht zeige alles, nur Active Sports. Dann würde ich sagen, wir nehmen nochmal hier ein paar Treter rein. Nehmen wir die hier noch mit rein, weil wir haben ja zweierlei Schlappen verkauft. Und wir nehmen noch die blauen rein. Gut, damit haben wir 16.400, das heißt, wir haben noch 10.000 ungefähr über. Dann würde ich sagen, schieß den Shit ab. Bestellung aufgegeben. Ausloggen. So, dann einmal kurz Dienstplan-Check. Verkäufer, jawohl. Verkäufer im Übergang. Verkäufer in der Früh. Wow. Ich bin ja wirklich voll besetzt, Alter. Dann würde ich sagen, nehme ich den einen Verkäufer hier, den Jerome. Den nehme ich in die Spätschicht. Ich gebe ihm hier mal einen freien Tag. So, dann haben wir einen früh, einen im Übergang, einen spät. Dann haben wir zwei Kassiererinnen und wir haben eine im Auffüllmodus. So, jetzt könnte ich schauen, einen von den Verkäufern noch in eine Schulung zu schicken. Also, Can, Mareike oder Jerome? Can, Mareike oder Jerome? Wir haben hier einen Diamant gehabt und anscheinend kann ich den dann danach verteilen. Das ist cool. Ken, Mareike. Geht sogar 2 Punkte. So. Und... Mareike und Jerome, der hat auch irgendwas zum Verteilen. Auch Verkaufsgeschwindigkeit, aber dann würde ich sagen, einfach weil Mareike nicht so fit ist, also die hat weniger, die anderen zwei haben wir hier quasi schon voll, schicken wir sie auf einen Kurs einschreiben. So. Damit ist sie auf einem Kurs. Ich habe immer noch 2 Verkäufer hier auf der Fläche. Das ist doch perfekt. 2 an der Kasse, 2 Verkäufer. Eine, die mir das Regal auffüllt. So, wir haben 8.900. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier noch was zukaufen? Obwohl, ich kann hier noch einen Aufsteller hinstellen jetzt. Für die Hosen und die Schuhe kommen da drauf. Wenn ich jetzt allerdings, weil ich habe sehr viel Geld, wenn ich jetzt allerdings sage, ich würde nochmal so einen da platzieren, dann hätte ich quasi 4 Plätze. Ich habe nur 2 Paar Hosen von dem gekauft, von dem Fashion Sports. Dann können wir nochmal 2 dazu nehmen, ne? So. Bestellverlauf anzeigen. Und zwar... 202 Artikel, das passt. Kann ich das nicht anschauen?
Ja, das ist egal. Dann machen wir eben das nochmal. Active Sports bei den Hosen. Und... Nein, Active Sports, bitte. Dann würde ich sagen, machen wir noch... Ne, da habe ich 5, da habe ich 5. Die habe ich ja bestellt. Dann machen wir noch... Rosa und Gelb. Mit jeweils 5 Stück. So, zack, Bestellung aufgegeben. Und damit haben wir nämlich von den bestellten Artikeln insgesamt 212. So, heute wird der Part länger, auf jeden Fall. Aber das ist schon Wahnsinn. Es geht enorm viel Zeit drauf mit dem Büroarbeiten, die man hinterher hat. Jawohl, komm, weiter. Stellen. So, dann hier einmal kurz nach hinten stellen. Ah, unser Lieferant kommt. Auf die Palette zuerst. Ernsthaft? Das sind mal die 30 Trümmer aus. Ich meine, Alicia kommt ja dann auch gleich und hilft mit beim Auspacken. Also insofern ist das schon okay. Jawohl. Ach du hängst. Alles klar. Super. Warte mal, dann gehe ich mal daher. Marc hat einen Tag frei und Mareike ist heute auf Kurs. Das ist super. Wir haben immer noch 7811. Oh, wir sollten erstmal hier tschack, ganz kurz, weil ich muss da hinten auf jeden Fall noch einen Aufsteller herbringen. Geschäft, Design, Inventar. Und zwar dieses Ding hier. Aber das habe ich total vergessen. Und zwar habe ich doch alles eigentlich in diesem Design. Ja, dann stellen wir es gerade, ist ja egal. So. Dann können wir hier nämlich die Hosen aufhängen. Hatte ich da nicht mehr? Strange. Ich dachte mir, Hosenhemden, habe ich doch falsch eingekauft? Ach, die sind noch nicht ausgepackt, du Trollo. Thank you. Ja, ich muss erst einmal aufs Lager. Ich muss erst einmal mit der Alicia zusammen auspacken. Das reicht. Dann kann ich schon mal hier weitermachen, weil ich hoffe jetzt, dass ich die Hosen. Yes, da haben wir sie. Einmal, zweimal, zack. Weil das soll ja erst einmal so ein Art Testverkauf werden. Und ich denke, dass wir da dann sehen werden, wie es läuft. Und ich kann dann natürlich dementsprechend nachordern. So. Hey, have a minute? Ja, ich habe sogar mehr Minutes. So. Oh, die Schuhe, hallo. Da sind ja gar keine Schuhe drauf, Mensch. Und da drüben muss ich jetzt halt auch erst einmal die Schuhe dann auffüllen. So, die Dinger sind weg. Jawohl, das ist gut. Das heißt, wir können die hier reinsetzen und die hier reinsetzen. Hey,
got a second? Was? Alles auffüllen natürlich. Excuse me. Oh, cool. Wie kann ich denn alles auswählen? Kann ich überhaupt? Wählen Sie alle Orte aus. Okay. Jetzt. Jetzt läuft's. So, gibt's noch was zum Auspacken? Nein, dann werde ich mal dich rüberstellen hier. So. Zack. Dann ist das auf jeden Fall schon mal besser. Also wir haben schon wieder 12.000. Leute, es läuft. Hey, can you help me? Also die Fußballschuhe laufen anscheinend. Du füllst auf. Das ist super. Also das ist ganz ehrlich ein Game, was ich nicht gerne unterbreche. Also ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt einen Cut mache, sondern der Part geht halt heute einfach ein paar Minuten länger wie sonst. Aber ich meine generell, also wenn ich bei so einem Spiel am Zocken bin, dann möchte ich das immer nicht aufhören. So, zum Beispiel, was ist damit? Ich würde nie erwägen den Kauf, das. Wie ist das da? Großartige Idee. So, zack, zack. Es hat einen Punkt gegeben. Grundzufriedenheit. Zack. Schnellverkauf. Thanks. Zack, jawohl. So kürzt sich das. Hey, a little help. Hey, got a second. Hey, a little help. Hey, got a second. Bin nicht sicher, was. Wie wär's damit? Großartige Idee. Kundenfreude steigen. Prozente. Jawohl. Zack. Kundenfreude steigern. Prozente. Ich glaube nicht. Schnellverkauf. Kaufen oder nicht. Okay, zwei sind auf dem Weg zur Arbeit. Das ist gut. Aber warum habe ich da die... Sind die so schnell verkauft worden? Oder was habe ich jetzt da falsch gemacht? Was können Sie mir über das Sortiment sagen? Hemden interessiert mich nicht. Hosen könnte ich mir anziehen. Hosen, bla bla, bla blub, ping, bla blub, ping, schnaschni. Oh, das war zu viel. Ich glaube, jetzt habe ich es raus. Ich glaube, jetzt habe ich es so einigermaßen rausgefunden. Boah, Leute. So gefällt mir das. Wir brauchen eine zweite Kasse. Hey, a little help. Jerome, musst du jetzt da so rumstehen? Warum gehst du? Wahnsinn. Oh je, die nächste. Da war die Kasse zu lang. Natürlich schwierig. Also wir haben ja eigentlich richtig gut Personal, würde ich jetzt behaupten. Naja, es kann nie genug sein, sagt man, ne? Schauen wir mal. Da bei den Hosen vielleicht noch. Also ich muss echt gucken, dass ich mehr fürs aufs Lager noch kaufe. Hey, can you? Hey. Gleich zwei, die Hilfe brauchen. Ich denke darüber nach, es zu kaufen. Kundenfreude steigern. Prozente. Das war ein Volltreffer. Schnellverkauf. Aber warum? War das zu viel des Guten? Hey, got a second? Naja, ich komme. Achso, der ist beschäftigt mit Jerome. Aber ich verstehe es, glaube ich, immer noch nicht. So, du? Ja? Ich denke darüber nach, es zu kaufen. So, 59%. So, damit gehe ich auf 69. Ende Thema. Das war jetzt falsch. Okay, Kundenbedürfnis? Falsch. Kundenfreude?
Falsch. A little help. Thanks. Ja, sag einmal. Prozente? Auch nicht. Schnellverkauf. Ja. Also das Verkaufssystem, das blicke ich nicht ganz. Thank you. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Hi, spare 2 seconds. Jerome, wohin gehst du? Zu ihm oder zu ihr? Hey, can you help me? Zu ihm. Dann gehe ich zu ihr. Beginn Verkauf. Zack. Verkaufen. Yes. Okay, dann zu dir. Bin nicht sicher, was empfehlen sie? Wie wäre es damit? Interessant. Prozente. Das war falsch. War falsch. Auch falsch. Sag auch mal. Ah. Schnellverkauf. Ich bekomm's noch raus. Ich bekomm's irgendwann raus, wie das mit dem Verkauf funktioniert. Da bin ich mir 100 pro sicher. Vielleicht weiß es ja auch einer von euch und kann mir da einen Tipp geben, worauf ich da achten muss. Weil der eine Ton hört sich wirklich falsch an, der andere Ton hört sich absolut richtig an. Jawohl. Und. Okay, schon wieder nichts auf Lager. Auch hier können wir ein bisschen auffüllen. Dass ich so viele jetzt von denen verkauft habe. Strange. Und Schuhe habe ich tatsächlich ein ungenutztes Regal, ne? Das ist der Hammer. Jerome, wohin gehst du? Okay, warte mal, dann gehe ich zu ihm hier. Ich bin nicht sicher, was ich suche. Ich würde sagen, du suchst ein Röckchen. Vielleicht, ich weiß es nicht, du suchst eine Hose. Boah, du suchst ein Shirt. Nicht in einer Million Jahre. Dann suchst du... Schuhe. Du suchst Schuhe. Das würde eine ernsthafte Überzeugung erfordern. Oh Mann. Produktinteresse. Produktinteresse. Steigerung. Das da. Ach komm, kauf oder nicht? Okay, er kauft nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich versuche das irgendwie zu eruieren, was jetzt da Sache ist. Aber ich blick's wirklich nicht. Also die Pullis, jawohl, die gehen auch recht gut. Was ist mit diesen Pullis? Die gehen überhaupt nicht, ne? Da habe ich noch einen auf Lager, da habe ich noch 6 Stück auf Lager. Guck mal, das sind die T-Shirts von hier vorne, ne? Ja, okay. Dann mache ich dann eben preisgestaltungstechnisch wieder was. Und zwar bei dem hier gehen wir auf 110. Und auch bei dem hier gehen wir auf 110. So. Jerome ist unterwegs. Jerome ist auch ein guter Verkäufer, glaube ich. So, hier. Ware, die nicht im Regal ist, kann auch nicht verkauft werden. Ne? Das ist... Das A und Z. Thanks. Der Laden ist für heute geschlossen. So, dann nochmal ab noch mit dir zur Kasse. Wir müssen schauen, dass wir noch die Sachen aus dem Lager kriegen. Da ist nichts mehr auf Lager. Wie schaut es da aus? Da können wir vielleicht noch auffüllen. Jawohl, wie schaut es da aus? Können wir auffüllen? Nein. Schaut es da aus? Da haben wir nichts mehr. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Paar Schuhe. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Paar Schuhe. So, hier. Lagereinheit. 1000. Nee, das ist falsch gewesen jetzt. Oh, verdammt. 5000. Die da wollte ich eigentlich.
Yes, habe ich gerade noch geschafft. So, Miete, Darlehen, Lohn. Gut. Dann haben wir immer noch 26.000. Boah, Leute, das war jetzt heavy. Also es war jetzt halt recht viel zu tun. Wir haben es aber geschafft, 2 Tage auf jeden Fall heute zu schaffen. Im nächsten Part organisiere ich mich natürlich wieder neu, bevor wir loslegen. Ich zeige euch das dann nur ganz kurz und dann schauen wir mal, was da noch weiterhin abgeht. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Leute einstellen können. Müssen wir mal ausprobieren. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dann morgen auch wieder mit reinschaut. In dem Sinne, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.